Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. Wir stehen jetzt hier unten im Dinggebiet und soll die Flugabwehr, Fahrzeugminen die aktivieren. Echt jetzt? Ah, du mach ihn eigentlich fertig, Herr Gott, noch mal. Na, so geht doch. So. Ach, da kommen noch mehr. Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment. Ja, ich bin nämlich gnadenloser, grausamer, böser, dunkler. Das solltest du nie vergessen. Okay, deaktiviere die Bodengeschütze, die sind da vorne. Bodengeschütze, wo sind die denn jetzt? Wie sieht so ein Teil aus? Da steht deaktiviert die Bodengeschütze, aber nicht Bodenschutzgenerator. Aber okay, gut. Gut, wenn der alle ist, kaputt ist, dann sind die Geschütze ja auch nicht mehr funktionstüchtig. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir denn hier nochmal einen finden. Sicherheitstruhe, nee.
Ach, da vorne. Hier den Energiemonitor. Okay, das Plugin hier unten. Ne, da stecke ich jetzt wieder fest. Gute Arbeit. Das Signal kommt glasklar herein. Der Großteil der Energie geht an den Verwaltungskomplex der Balmoranischen Waffenfabrik. Der Sperrer muss dort sein. Ich glaube, wir sind fertig hier. Ich habe hier Commander Madin für euch. Falls wir uns nicht mehr sehen, nun, um Balmoras Willen hoffe ich, wir tun es. Offenbar haben wir beide hart gearbeitet. Ihr habt den Standort des Sperrers, ich habe Dr. Kaziri. Das ist auch gut so. Das Sperrlabor wird unglaublich stark verteidigt. Ich weiß nicht, ob das Imperium weiß, dass ihr die Sperrer-Forschungsunterlagen zusammen mit seinen Entwicklern mitgenommen habt. Aber sie halten mich jetzt unglaublich kurz. Das Imperium hat Darth Minax zu unserer Aufseherin ernannt. Sie war zuvor schon eine Sklaventreiberin. Aber jetzt... Jede kleinste Verzögerung ist Grund zur Exekution. Das könnte den Tod bedeuten. Mir egal. Mit dem Sperrer könnte das Imperium Balmora für immer beherrschen. Das dürfen wir nicht zulassen. Das Imperium hat dieses Labor in eine Festung verwandelt. Und euer Heck ist nutzlos, wenn ihr nicht hineingelangt. Ich bin sicher, es gibt schon eine Strategie. Die Zugänge zum Labor wurden mit Dura-Stahlschlössern ausgestattet. Die Codes sind in den imperialen Sicherheitsstationen überall in der Fabrik gespeichert. Ihr braucht die Codes von allen Sicherheitsstationen und müsst sie dann alle in der Zugangssteuerung eingeben. Die Labortür sollte offen sein, wenn ihr ankommt. Ich verlasse mich darauf. Ich tue, was ich kann. Ich bin hier bis zum... Doktor? Dr. Kaziri? Nun, je schneller ihr beim Sperrerlabor seid, desto schneller könnt ihr ihm helfen. Haltet diesen Kommkanal offen. Ich tue, was ich kann, um euch zu führen. Und jetzt los! Na, dann wollen wir mal. Ach nee, Quatsch, andere Richtung.
muss ja jetzt... Ja, ja. So, dann lass mal gucken, wo genau muss ich denn jetzt hin? Dann haben wir das zum Fahrstuhl und dann einmal hier. Sorgt die Sicherheitscodes. Der ist kurz. Sicherstation. Ich glaube, schon draußen würde es hart zugehen. Wir können von Glück sagen, wenn wir hier lebend rauskommen. Du kannst von Glück sagen, wenn du hier lebend rauskommst. Sicherheitsstation. Ja, hier muss ja irgendwo da hinten sein, ne? Ah, da. Kaum Feinde hier in dem Bereich, da war Johann fleißig, glaube ich. So, ja, gehen wir erst nach rechts oder nach links, ne? Oh. Ach, gehen wir gleich hier die Treppe hoch, wenn wir schon hier sind. Ich breche gerade euren Rekord, Boss. Oh, mach mal. Kein Problem.
Ach, den Doc muss ich dabei haben. Gut, dann nehmen wir erstmal den Doc. Meldet euch, wenn ihr mich braucht. Hat jemand einen Arzt gerufen? Kriegsbeute, so. Warte mal, das ist klasse. Gut. Der Turbolift ist gesperrt. Aber keine Sorge. Imperiale Sicherheitscodes zu hacken ist ein Hobby von mir. Gib mir 2 Sekunden. 1, 2. Versorge! Oh oh, jemand kommt mit dem Turbolift runter. Geht hinter mir in Deckung, Schätzchen. Ich beschütze euch. Ja, wenn er meint. Stark. Ich dachte schon, die Imperialen hätten dich erwischt. Gleichfalls, Remy. Wie geht's, alter Kumpel? Wie immer. Ich tue so, als würde ich mit den Imperialen kooperieren und hintergehe sie, so oft ich kann. Das ist ein gefährlicher Lebensstil. Wieso haben die Imperialen euch nicht getötet? Das ist das Tolle an den Imperialen. Sie streiten sich ständig um Beförderungen. Ich lasse es so aussehen, als stecke ein Rivale dahinter. Die schöpfen nie Verdacht. Wir stecken in Schwierigkeiten, Kumpel. Kennst du einen Weg in die Sicherheitslabore? Klar. Die Imperialen haben mich bei der Müllverwertung eingesetzt. Ich habe eine Datenkarte, mit der ich reinkomme. Sie gehört euch? Das Problem ist, da stehen alle paar Meter Wachen. Deshalb reise ich mit einem Jedi, Remy. Ihr seid ein lebender Schild für mich, Doc. Sonst nichts. Sie ist verrückt nach mir. Und jetzt raus hier, alter Mann. Hallo, seid ihr da? Hier ist Colonel Finley. Es gibt ein neues Problem. Der Widerstand hat erfahren, dass die Imperialen an Waffen mit Tarntechnologie forschen. Stellt euch das Chaos vor, wenn der Feind seine Raketen und Bomben tarnen könnte. Im Moment denke ich daran, wie wir dem Imperium mit solch einer Technologie schaden könnten. Es könnte das Blatt für uns wenden. Ihr müsst alle imperialen Forschungsergebnisse über dieses Projekt sicherstellen und zu uns bringen. Es muss da oben irgendwo ein Computernetzwerk geben. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Tut alles, was in eurer Macht steht. Finley, Ende. Gut. Hier unten. Unter mir können wir. Ich habe die Forschungsdaten über das imperiale Tarnwaffenprogramm gefunden, aber irgendetwas stimmt nicht.
Sie fangen an, sich selbst zu löschen. Ich habe die ganze Zeit über Turbolift-Datenkarten benutzt, als ich hier war. Sie funktionieren auch mit Computern. Vielleicht können wir die Dateien auf die Datenkarte überspielen, die Remy uns gegeben hat. Und sie kopieren, bevor sie gelöscht werden. Das lief ja wie geschmiert. Na, war ich gut, Schätzchen? Flirte ich jetzt mit ihm oder nicht? Ach, was. Verrenkt euch bloß nicht den Arm bei dem ganzen Schulterklopfen. Ihr seid so direkt. Ich mag das. Glaubt ihr, das Imperium weiß, dass wir hier sind? Nein. Deswegen kommt ja auch dieser freundlich aussehende Sith jetzt herein und will uns den Scheitel ziehen. So. Jetzt ist natürlich nur die große Frage. Besiege Lord Razik. Razik. Wird sich irgendwie... Dort ist Lord Razik. So. Okay. So, warte mal, wenn ich schon hier bin, dann will ich auch noch mal ein paar Fässer kaputt machen. Und die vier Stück, die gönne ich mir so. Keinen Schritt weiter. Wir sind hier beinahe fertig. Nikolan, was soll denn das? Der Tarnprototyp gehört den Bewohnern von Balmorra und nicht der Republik. Das hier ist unsere Welt, unser Krieg und unser Sieg. Behaltet eure verdammte Welt. Aber die Jedi bekommen die Tarnvorrichtung. Gebt sie her, sofort! Ihr besitzt hier keine Autorität. Jahrzehntelang haben wir für diesen Planeten gekämpft, während die Republik vor dem Imperium Männchen machte. Und jetzt kommt ihr zurück und wollt unsere Ressourcen stehlen? Dieser Prototyp ist wahrscheinlich die wertvollste Technologie auf ganz Balmorra. Den bekommt ihr nicht. Ich dachte, die Jedi legen so viel Wert auf Gerechtigkeit. Dann lasst uns auch das, was rechtmäßig uns gehört. Ich kann euch beide töten und den Prototyp an mich nehmen. Niemand würde es je erfahren. Ich empfehle euch, mir zu geben, was ich will. Ihr bedroht uns? Die Republik ist wahrhaft korrupt. Wenigstens wissen wir jetzt, wem wir vertrauen können. Los, wir hauen ab. Ihr müsst selbst sehen, wie ihr hier wieder wegkommt. Das hier ist ein Zweisitzer. Ich konnte ihn ohnehin nicht leiden. Eins ist sicher. Ich arbeite nicht mehr für den Widerstand.
Habt ihr eine freie Koje auf eurem Schiff für einen ausgezeichneten Kampfsanitäter? Ich könnte einen talentierten Arzt gebrauchen. Bis einer auftaucht, könnt ihr als Ersatz einspringen. Ja, arbeitet nur an eurem Sinn für Humor. Er ist schon fast da. Warren? Ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung. Ein Hoffnungsschimmer nach dem heutigen Blutvergießen. Ich kehre zur republikanischen Basis zurück, auf der ihr zuerst gelandet seid. Trefft mich dort. Gut, aber ich muss ja jetzt noch den anderen Fahrstuhl hier benutzen. Aber das werden wir im nächsten Part machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann gerne ein Abo. Seid das Six soll wieder dabei. Bye, bye.